Hallo und herzlich willkommen, Elias. Erstmal wünsche ich euch natürlich frohe Ostern und hoffe natürlich, das Wetter ist nicht so beschissen wie bei uns. Bei uns ist es komplett am Schütten. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe ein sehr geiles Video für euch und zwar die Quasar Cannon wurde released und da muss natürlich eine Bildidee folgen. Sehr rundes Bild, super geeignet für Solo, Random oder auch natürlich in den Gruppen selbst, wenn ihr eine feste Gruppe habt. Ja, und dann am Ende natürlich wieder neuer Gameplay, wo ich das Ganze kläre. Sehr intensive Mission, hat Spaß gemacht zu zocken und da kommentiere ich auch das Ganze, damit ihr wisst, worauf ich achte. Wenn euch mein Content gefällt, lasst gerne ein Abo hier auf YouTube. Ansonsten streame ich natürlich heute Abend wieder um 21 Uhr. Zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr bin ich circa online und dann können wir zusammen neuen klären. Und wenn ihr noch Helldivers sucht, schaut bei uns im Discord vorbei. Da findet ihr mit die besten Helldivers, eine der größten Communities in Deutschland. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Ich mache ja immer passende Builds zu den unterschiedlichen Fraktionen, weil da kommt es nochmal auf die Feinheiten drauf an, wenn du zum Beispiel gegen Bots oder gegen Bugs spielst. Hier fangen wir mit der Primärwaffe an und dieses Bild eignet sich sehr gut für die Standard-Bug-Mission, heißt Interkontinentalrakete, Eier zerstören, Geostudie und so weiter. Ich spiele hier mit der Sickle. Warum? Die Sickle ist einfach safe, gibt uns ein super Rundum-Paket für das, was wir gegen Bugs brauchen, gerade im Solo-Play. Ja, meistens zocke ich auch sehr, sehr gerne die Schmorer oder die Spray and Pray. Ihr könnt natürlich jede Primärwaffe spielen, die ihr gerne spielt, aber warum die Sickle gerade im Soloplay? Wir sind unabhängig von Munition, weil wir einfach die Abkühlzeit abwarten und dann auf unsere Sekundärwaffe wechseln oder kurz das Feuer stoppen, weiter kiten und dann wieder feuern können. Und daher sind wir unabhängig von Munition, was extrem relevant sein kann. Falls wir doch mal voll aufladen bzw. unsere Überhitzung haben, dann können wir trotzdem schnell ein Eispaket reinsetzen und haben die Sickle wieder ready. Und auch da ist die Nachladezeit relativ gering. Ein weiterer Vorteil ist, dass du sehr schnell viele kleine Gegner rausnehmen kannst, wie die nervigen Jäger. Die Jäger sind absolute Priorität, immer wenn man gegen Bugs spielt. Dann kommt es auch noch zu Situationen, dass du trotzdem manchmal umsingelt bist. Das bedeutet, du legst dich hin oder springst gerade und Gegner sind um dich rum und du kannst eigentlich nicht mehr rausmoven. Dann ist es so, dass ich einfach diese Waffe nehme und vorne zwei, drei Gegner einfach eliminiere und da versuche aus der Lücke rauszukommen. Ich glaube, man sieht das auch in dem Gameplay, man sieht es aber auch immer öfter in den Livestreams bei mir, wenn ich aus solchen Situationen rauskommen kann. Das gelingt mir natürlich nicht mit einer Schmorer oder mit einer Waffe, die Explosionsschaden hat. Das eignet sich oft besser in Gruppen, weil du dann natürlich auch noch Feuerunterstützung von deinen Teamkameraden bekommst. Aber im Solo konzentriert sich die komplette Aggro der Gegner auf dich und deshalb können die dich schnell umzingeln. Und daher ist so eine Waffe ohne Explosionsschaden, weil doch manchmal Gegner an dich herankommen, sehr nah an dich herankommen oder du keine Auswegssituation hast, einfach safer, sicherer. Einer meiner absoluten Lieblingswaffen im ganzen Spiel ist natürlich die Senator, meine Sekundärwaffe. Damit kannst du kleine Gegner mit einem Schuss rausnehmen, große Gegner rausnehmen. Ja, du musst nur die Nachladezeit gut timen. Das bedeutet immer, wenn du am Kiten bist, wenn du am Weglaufen bist, lädst du nach oder wenn du kurz eine ruhige Situation hast. Und dann, wenn du die 6 Kugeln drin hast, dann hast du auch meistens 6 Kills. Let's go mit der Senator. I love it. Aber ansonsten natürlich sehr gut auch die Redeemer. Ja, die nimmt auch schnell gut Gegner raus, sehr gut gegen Bugs. Und ja, danach kann man den Laser auch spielen, da bist du wieder munitionsabhängig, aber die beiden Waffen sind eigentlich etwas stärker als der Dagger. Bei den Bugs spiele ich immer eine leichte Rüstung, das hat folgenden Vorteil, du kommst schnell weg, gerade wenn der Titan zum Beispiel den Säurespucker ansetzt oder wir allgemein Säurespucker im Spiel haben, die ja mega nervig sind. Die Jäger, die kleinen Mobs, die Stalker und so weiter, die Charger schnell rumkiten, man sieht es auch später im Gameplay. Und da ist Mobility, Movement extrem wichtig, dass du schnell weg kommst oder zum Beispiel, wenn der Titan Säure spuckt, das versuchen wir immer zu forcieren. Dann gehst du einen Schritt zur Seite und du kannst den Titan bespielen, befeuern, dem Vollgas geben, ja, Demokratie verteilen. Und das ist das Wichtige und deshalb hier die leichte Rüstung und dann das Medikit. Ja, warum? 6 Spritzen, dann hast du noch 2 Sekunden länger den Effekt und der rettet dir so oft den Arsch. Probiert es aus. Wenn ihr
kein Medikit-Perk auf der leichten Rüstung habt, dann spielt erstmal mit der mittleren, bis ihr den hier kaufen könnt. Ja, auf jeden Fall, sobald die im Überstore sind, solltet ihr diese Rüstung kaufen. Das ist eine der meistgespieltesten und besten Rüstungen bei uns auch im Team. Kommen wir zu der Taktikausrüstung. Die seht ihr unter mir und da starten wir natürlich mit der 500 Kilo geballten Demokratie. Eine der stärksten Adler, die 500 Kilo Bombe. Wir haben sie zweimal zur Verfügung. Wir können damit große Gegner rausnehmen, Nester und so weiter. Kannst damit alles machen. Muss nur ein gutes Timing haben, um diese Bombe dann zu platzieren und deshalb ein super Allrounder und gehört auf jeden Fall in dieses Liner. Dann der Exosuit. Extrem relevant. Gerade im Solo-Play, weil du damit die Objectives einfacher durchbringen kannst als Solo-Spieler. In der Gruppe aber auch sehr, sehr gut, immer einen Exo-Player dabei zu haben, weil damit kannst du wirklich die anderen beschützen. Damit kannst du verschiedene Sachen machen, wie Nester rausnehmen, Eier zerstören, Titanen, Charger, alles. Ja, der Exosuit, einen im Team zu haben, der diesen zweimal zum richtigen Zeitpunkt callen kann, das ist natürlich extrem stark, weil das macht die Objectives sehr, sehr einfach und ist wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der Exosuit war am Anfang sehr gehypt, aber der ist trotzdem noch intens stark und sollte nicht verachtet werden. Dann haben wir natürlich auch noch die Drohne. Ich liebe es, offensiv bei den Bugs mit der Laserdrohne zu spielen, weil sie dir auch die ganzen Gegner, die ganzen kleinen Gegner vom Leib hält und der Schaden ist nicht zu verachten von dieser Laserdrohne. Glaubt mir, ja, auch der Schaden gegen große Gegner, der oft nicht sichtbar ist, ist von Relevanz. Und daher ist die Laserdrohne, ihr solltet unbedingt üben, damit zu spielen, auch gegen die Säurespeier und so weiter, es ist egal. Ja, ich nehme fast gar keine Schild Drohne mehr bei den Bugs, sondern spiele ausschließlich nur noch mit der Laserdrohne, um da einfach viel, viel mehr Schaden zu haben, viel schneller die kleinen Gegner wegzuhaben, aber auch, wie gesagt, der Schaden gegen große Gegner ist nicht zu verachten. Und dann haben wir sie natürlich, die Quasar-Cannon. Damit kannst du einfach alles machen. Große Gegner rausnehmen, Objectives zerstören. Ja, und deshalb ersetzt das so ein bisschen bei mir die Schienenkanone im Solo-Play, weil dafür nehme ich lieber den Exo mit, anstatt die Schienenkanone. Vorher habe ich immer die Schienenkanone mitgenommen und dann eine Drohne, aber jetzt mit der Quasar-Kanone brauche ich die Schienenkanone nicht mehr so, wie ich vorher die gebraucht habe, weil damit kann ich Charger one-shotten, damit kann ich Titanen unter Druck setzen und so weiter. Bei den Boostern seid ihr natürlich frei, aber ich nehme das erhöhte Verstärkungsbudget sehr gerne mit, weil ein Leben mehr kann dir oft das Leben retten. Du musst nicht die Zeit ausspielen, bis du wieder ein Leben hast. Und gerade in der Endphase kann das von Relevanz sein, wenn du in der Nähe des Pelikans bleiben musst, doch mal drauf gehst und das war dann dein fünftes Leben anstatt dein sechstes, dann musst du gucken, weil es extrem riskant sein kann, dann dort an dieser Stelle zu bleiben, wenn sehr, sehr viele Bugs dort sind. Und deshalb kann das eine Leben manchmal wirklich entscheidend sein. Auch bei Random-Gruppen sind es vier Leben mehr. Bei Random-Gruppen stirbt man ja meistens öfter als bei eingespielten Gruppen. Und deshalb ist das ein sehr, sehr guter Booster, den ich nur empfehlen kann. Bei Gruppen spricht man sich ja sowieso ab. So, dann gehen wir mal in die Runde rein. Einer der geilsten Ladescreens, ich kann es immer nur wieder sagen. Na, da geht das Feeling hoch, wenn man dann auf den Planeten droppt. Ja, höchster Schwierigkeitsgrad, Stufe 9, Solo-Gameplay, wie immer. Und oft werde ich gefragt, warum im Solo auch anders die Gegner kommen oder weniger Gegner kommen. Das sieht nun so aus. Im Solo bewegt man sich oft ganz anders, viel schneller, pullt nicht jede Party, die dann wieder Backlöcher hervorruft und so weiter. Das mache ich sehr, sehr oft am Evakuierungspunkt. Ich lande Solo am Evakuierungspunkt und setze hier auch einmal den Nachschub, weil der Vorteil ist, dann habe ich auf jeden Fall Nachschub, auch wenn ich dann am Ende hier extracte. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil. Ja, dann die Quasar-Kanone und meinen Schildrucksack. Hier haben wir direkt Stalker im Spiel. Die müssen natürlich sofort priorisiert werden. Das bedeutet, ich habe mir jetzt hier eine Spritze gegeben, nehme meinen Nachschub sofort wieder auf. Ne, und das war jetzt auch ein Vorteil, wenn ich am Anfang natürlich unter Druck bin. Versuche ich mich erst von dieser Drucksituation zu lösen und dann, ja, und dann call ich meinen Stuff. Ja, und jetzt suche ich natürlich erstmal das Stalker-Nest. Die sind von dieser Seite gekommen, deswegen versuche ich erstmal hochzugehen, um zu schauen, wo das Stalker-Nest ist. Und hier hatte ich natürlich Glück, dass es genau hier ist.
Das nehmen wir dann natürlich sofort raus. Ja, und hier sehen wir auch nochmal den Vorteil der Laserdrohne. Den hat man auch am Anfang gesehen gegen den ersten Stalker. Da habe ich auch gehört, auf den zu schießen und bin sofort auf den zweiten Stalker gegangen, weil ich wusste, die Drohne macht noch den Schaden. Man hat ja so mittlerweile bei so vielen Spielstunden, wie ich habe, ne? Da habe ich ein Gefühl pro Waffe, wie viel Schüsse ich ungefähr brauche, um die Gegner zu zerstören. Ja, und deshalb wusste ich genau, ich konnte da wechseln auf den nächsten Stalker, damit der mich nicht auch noch hätte. So, und das habe ich gar nicht erwähnt, aber bei dem Line-Up könnt ihr natürlich jegliche Granate wählen, die ihr möchtet. Aber ich nehme die Einschlag, und zwar, weil ich gerade auch im Laufen Backlöcher rausnehmen möchte. Und auch manchmal die Granaten brauche, um schnell viele kleine Gegner bei den Bugs rauszunehmen. Man kann auch mit der Stun-Granate spielen. Ich liebe es aber trotzdem, mit der Einschlagsgranate zu spielen, weil die mir da nochmal den Damage-Vorteil gibt und so weiter. Und da seht ihr hier, warum Jäger so nervig sind. Und da seht ihr hier den Vorteil der, der Rüstung. Weil jetzt habt ihr oft den Tick gesehen. Ja, und jetzt habe ich das schon mal rausgenommen. Habe die Gegner rausgenommen. Mit dem vorherigen rausgenommen meinte ich natürlich die Stalker. Und jetzt gehe ich wieder zum Evakuierungspunkt zurück. Warum? Weil ich da weiß, ich habe dort den Nachschub gesetzt, habe jetzt nur eine Spritze, keine Granate mehr, aber kann jetzt hier sauber meinen Nachschub wieder aufnehmen. Und das ist natürlich immer ein fixer Punkt. Und jetzt kann ich direkt hier just in time den nächsten Nachschub wieder callen, was natürlich ein strategischer Vorteil ist, ihn hier zu positionieren. Bei den Brutmüttern habe ich einen neuen Style. Vorher bin ich immer auf den Kopf gegangen. Aber jetzt nehme ich die Beine daraus. Ja, machen wenige Spieler. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen herausgefunden, auch hier auf die Beine zu gehen bei den Brutmüttern, gerade mit der Sickle. Die rasiert die Beine schön weg. Und das Problem ist, wenn du nur auf den Kopf gehst, wisst ihr, dass sie nochmal dann chargen, euch irgendwie ein sehr gutes Tracking haben ohne Kopf und euch dann meistens noch den Final Blow geben, also euch nochmal umnieten. Und deshalb gehe ich jetzt auf die Beine, weil das behindert die extrem, euch nochmal auch nach dem Headshot zu nerven. Und das ist ein extremer Vorteil, gerade mit der Sickle, weil du da sehr schön die Beine rausnehmen kannst. Ja, jetzt kommt natürlich der absolute Vorteil der Kasak-Kanone ins Spiel. Ne? Wenn ich jetzt hier bei einer langen Mission natürlich sehe, da vorne ist ein Striker-Nest, dann nehme ich die Pilze aus der Entfernung natürlich raus. Ja, und das ist natürlich ein Vorteil, das kannst du natürlich auch in der Gruppe machen, aber hier weiß ich, okay, da vorne müssen wir das Nest machen, da kommen die Striker ins Spiel und deshalb, ja, direkt mit der Kasak-Kanone weg. Und da auch der Vorteil hier der Sickle extrem gut, ne? Dass wir hier so eine Präzision haben über die Distanz, weil es halt ein Laser ist. Und hier sieht man das auch nochmal. Ja, manchmal gehe ich halt auch in den Scope und dann nehme ich dem schön die Beine weg und dann tschüss, mein Freund. Ein sehr, sehr guter Vorteil. Und außerdem habt ihr auch die Drohne gesehen, die auch den Striker sehr gut weggenommen hat. Ja, ihr müsst nur aufpassen, wenn die Striker kommen, gerade in diesem Sturzflug, dass ihr dann zur Seite movet. Jetzt haben wir hier einen Bugdurchbruch und ich spiele den noch ein bisschen, glaube ich, hier in der Gameplay-Aufnahme. Ich muss jetzt selber schauen. Aber meistens laufe ich dort dann zum nächsten Spot, beziehungsweise versuche mich dann um das Objective zu kümmern. Aber ich versuche auch ein paar Gegner rauszunehmen, weil es natürlich auch einfach Spaß macht. Ich zocke jetzt zum Spaß, ne? Deshalb nehme ich Gegner hier raus. Und hier bei dem Charger auch die Quasar-Kanone natürlich extrem stark, weil du dann hingehen kannst und kannst die schön one-shotten. Das war jetzt ein Headshot mit der Quasar-Kanone. Ich versuche immer ein bisschen links zu zielen. Vom Kopf aus links. Das gibt mir eine sehr, sehr hohe Trefferchance auf den Headshot. Müsst ihr mal drauf achten. Ja, das mache ich fast immer auch beim Titan. Und gerade war das auch wieder ein Headshot. Und ich habe eine sehr, sehr hohe Headshot-Rate bei den Chargern mit dieser Technik. Ja, jetzt habe ich die Backlöcher gespielt, relativ easy, weil kein Titan rauskam. Ja, und hier habt ihr gesehen, dass ich durchgedrückt habe, einfach um auf CD zu bleiben und keine Zeit zu verlieren.
Jetzt hat man ja gehört, dieses Klick, 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 ne, dass ich einfach keine Zeit verliere. Dass, wenn der aufgeladen ist, sofort ich in den nächsten Schuss gehen kann. Und dann habe ich das Striker-Nest auch schon über die Entfernung rausgenommen. Was natürlich im Solo-Play, wenn du da auch noch die Striker mit ins Game bekommst, dann Bugdurchbruch, das kann schon extrem nervig sein. Und deshalb... Ja, die Gegner habe ich natürlich rausgenommen für die gelenkte Demokratie. Ne, wenn ich einen Bug sehe, dann kitzelt natürlich der Finger. Ne, da müssen ein paar Demokratieschellen verteilt werden, ist natürlich klar. Deshalb bin ich da durchgegangen, muss man natürlich nicht machen. Aber ich habe es natürlich getan, weil ja, Bugs müssen einfach ausgelöscht werden. Ja, da sieht man auch nochmal den absoluten Vorteil der Drohne, ne? Die macht halt den entscheidenden Schaden. Natürlich kann ich dich auch mal hitten, aber ich passe da schon drauf auf. Es passiert relativ selten, dass ich gekillt werde. Es passiert eher öfter, wenn wir mit mehreren Leuten den Laser spielen, die Laserdrohne, dass man da mal stirbt. Aber das gehört einfach zu Helldivers dazu. Man stirbt halt einfach manchmal. Ne? Jetzt kam hier noch ein Charger rein. Jetzt haben mich die Hunter. Ne? Jetzt liege ich. Ich drücke mir sofort die Spritze rein am Boden. Ne? Und versuche jetzt erstmal die wichtigen Gegner rauszunehmen. Die Drohne hat mir die Jäger weggenommen. Jetzt glaube ich, kriegen wir einen Bugdurchbruch. Hört sich auf jeden Fall nach einem Bugdurchbruch-Call an. Ah, noch nicht. Doch, da ist er. Ne, man hört das ja an diesem Schreien der kleinen Gegner. Ja, jetzt habe ich hier mehrere Charger am Start. Die kite ich natürlich. Ich gehe immer, ich versuche es zu hören, dann frontal auf die zuzugehen, dann seitlich dicht an denen wegzugehen. Ne, aber mit einem gewissen Abstand, weil dann ist es so, dass man sonst trotzdem gehittet wird. An den Beinen. Und natürlich immer eng an solchen Stellen vorbei wie hier, damit die da hängen bleiben. Und dann gebe ich denen den passenden Headshot natürlich. Und dann sind die auch weg. Und jetzt habe ich hier den ersten Exo gecallt, damit ich einfach aus dieser Situation rauskomme. Ich bin nah von den Eiern oder nah an den Eiern dran und versuche dann natürlich meinen ersten Exo zu holen, damit ich das Objective einfach durchgespielt bekomme. Weil ansonsten wird das jetzt eine never-ending Story. Ich müsste komplett rauskiten, müsste versuchen, zu dem nächsten Nest zu gehen, wenn hier ein Bugdurchbruch ist oder wenn sich hier die Bugs sammeln, weil ich einfach nicht zu dem Ziel komme. Oder zu dem Terminal, wenn es jetzt eine Terminal-Mission wäre, würde ich jetzt eigentlich hingehen, würde schauen, wie viele Gegner sind noch hier. Und wenn es zu viele sind, wechsle ich einfach das Objektiv. Das hier war eine krasse, krasse Runde, weil so viele Jäger hier drin vorkommen. Ne? Und das sind für mich persönlich schlimmere Gegner als fast der Titan. Diese ganz kleinen Jäger, weil die schnell sind, weil die euch slowen, weil die euch schnell umzingelt haben, weil die so hin und her springen und die sind mega stressig für Solo-Player. Schlimmer als jeder Titan, ohne Witz. Ja, und das meine ich und deshalb der Exo rein. Ne, aber auch jetzt, ich sag mal in der Gruppe oder im Random Play. Ne, deine Leute halten jetzt die Stellung hier, nehmen die Gegner raus und du machst einfach das Objektiv fertig. Und deswegen ist der Mech einfach so geil. So, und jetzt sind wir hier schon durch mit dem ersten Nest und können zum nächsten gehen. Musst du nicht drauf schießen, kannst auch einfach platt rampeln, aber ja. Ich baller halt manchmal drauf, einfach fürs Feeling. Ne? Man braucht ein bisschen Feeling. Man braucht dieses Helldivers Feeling, ist ja klar, ne? Ja, da versuche ich natürlich auch mit dem Mech sofort wieder auf den Kopf zu zielen. Man muss da ein bisschen drauf achten. Ne? Ein, zwei Schüsse, dann sollte das eigentlich auch geregelt sein. Ne? Das waren jetzt natürlich schöne Schüsse. Manchmal schaffe ich es auch natürlich One-Shot, aber gerade in der Bewegung ist das nicht ganz so einfach. Ansonsten, wenn ihr euch unsicher seid, geht gerne aufs Bein und macht den Rest mit der Gatling Gun. Ich wollte nur mir die Schüsse auf jeden Fall aufsparen, weil ich noch genug Raketen hatte. Und weil ich jetzt schon in der Nähe des zweiten Objektes bin, da ziemlich safe, ziemlich confident bin und deshalb einfach schön die zwei Raketenschüsse mitnehmen.
So, jetzt haben wir den nächsten Stalker im Spiel. Das war natürlich nervig. Sehr, sehr viele Jäger und Brutmütter in der Runde bis jetzt. Später kommen auch noch natürlich die Titanen dazu, auch mehrere Charger. Und das ist immer eine gefährliche Situation. Da versucht den Frontal zu nehmen, weil die können euch auch die Mecharme abziehen, beziehungsweise auch platt machen. Bin ich so weit geflogen, ne? So, und dann bei den Eiern, falls ihr mal drauf geht, ne, landet einfach oben, dass ihr schon mal ein paar Eier wegmachen könnt. Natürlich einen schönen Adler setzen können. Ich hätte jetzt auch noch strategisch ein bisschen länger oben bleiben können, ohne getroffen zu werden und noch mehr Eier mitnehmen können. Das war jetzt nicht das beste Play, strategisch gesehen, ne, weil du hättest jetzt erst noch oben bleiben können, dann hingehen können und mehr Eier platt machen können und dann erst den Adler rufen. Weil wir haben jetzt hier keinen Titan, der dich irgendwie wegsplittet oder so. Ja, aber ich war zu hibbelig. Direkt gecallt und direkt rein da. Und da seht ihr, wie viele kleine Gegner ich hier habe. Und hier sehen wir jetzt den Einsatz der Granaten. Und da sehen wir den Stalker. Und da sehen wir den Charger. Und den wollte ich gerne hitten mit dem Nachschub. Ist mir nicht gelungen, war aber knapp. Das wäre wieder ein sehr schönes Play gewesen. Denn jetzt laufe ich einfach und lasse die Drohne machen erstmal, weil ich weiß, da sind sehr, sehr viele kleine Gegner an mir dran. Versuche hier die Lücken zu nehmen. Versuche hier schön an den Steinen entlang zu gehen, weil ich dann weiß, die Charger haben hier Probleme erstmal reinzukommen. Und dann lasse ich mal die Drohne arbeiten. Nehme erstmal meine Ausrüstung wieder. Ja, dass ich eine Quasar-Kanone und so weiter habe. Hier wieder dasselbe. Ich versuche den Charger natürlich hier zu halten. Auch wieder knapp. Einen Charger damit zu treffen ist relativ schwer. Ein Titan ist relativ einfach. Ja, weil du den halt an einem Spot halten kannst. Und das waren jetzt zwei knappe Hits. Es hätte mir einmal gelingen können. Gelingt mir schon häufiger, aber nicht immer. Hier versuche ich natürlich jetzt erstmal den Nachschub zu verteidigen, damit ich da auch dran komme, mich wieder voll machen kann. Ja, und der Stalker hier. Aber der hat ein paar Hits bekommen, deswegen haut er ab. Jetzt kommen die Feuertornados ins Spiel. Und da auch wieder den Vorteil der Einschlag, weil ich damit auch wieder Gegner rausnehmen kann. Wichtig auch, manchmal bleibe ich liegen und schieße da, ne, damit ich auch wieder hier Gegner entfernen kann. Und das mache ich auch sehr oft. Ne, beim Charger, du lädst die Quasar-Kanone auf und dann kannst du die aufgeladen lassen und dann zur Seite springen. Und damit noch einen schönen Hit setzen. Das sind natürlich auch immer geile Plays dann, ne? Wenn du die auflädst, zur Seite springst, damit kannst du schon mal einen Fuß aufmachen von einem Charger oder so. Und ja. Und sobald Schaden reinkommt, immer eine Spritze drücken. Immer. In der Gruppe, im Solo-Play. Die Spritzen müssen einfach verbraucht werden. Da müsst ihr euch wirklich dran gewöhnen. Spritzen sind da, um gezogen zu werden. Weil das sichert euer Überleben einfach. Hier die Granaten natürlich rein, weil die viele Eier wegnehmen. Auch nochmal ein Vorteil der Einschlag hier. So, und damit haben wir auch das zweite Objekt jetzt schon abgeschlossen. Lief also ziemlich rund. Der eine Tod geht auf den Exo, das kann mal passieren. Ne? Ist überhaupt nicht schlimm. Und da sieht man schön, wie ich die Beine wegnehme und die dann hinfalle. Ja, hier viele Brutmütter gerade im Spiel. Es funktioniert auch bei den Mittleren. Und da schön das Senator-Play. Ja, da kommt sie raus. Bum, bum. Digga, allein dieser Sound, ne? Let's fucking go. Putz, putz. Ja, die Drohne. Die macht so viel Schaden, ne? Auf jeden Fall, wenn ihr die Drohne noch nie gespielt habt, probiert sie aus, ne? Probiert diese Drohne aus. Die hilft euch extrem. Auch in der Gruppe, hey, wenn die Drohne mal einen wegnimmt, passiert halt. Mein Gott, das passiert bei uns
so oft, ja, wenn mal einer vor die Drohne läuft oder wenn man den steuern kann, ne, oder einer hat da, wie gesagt, sterben gehört bei Helldivers einfach dazu, das ist Game Design, ne, das gehört dazu. Ist kein Problem, in Solo sollte man nur nicht so oft sterben. Unheimlich viele Jäger, es ist ja immer unterschiedlich, was man auf der Map. Man hat einmal Säurespucker, man hat einmal Jäger, man hat einmal viele Brutmütter, man hat einmal unendlich viele Charger. Das hängt immer von der Runde und von der Map ab. Ne? Und deshalb muss man da aufpassen. So, jetzt bleibe ich liegen. Jetzt haben wir diese Situation. Ich habe aber keine Spitzen mehr und das wird mein Ende sein. Nein! Let's go, Dreed! Da rauszukommen, intens! Jetzt natürlich erstmal schnelle Jäger. Oh, das war natürlich... Das war natürlich ein starkes Play. Ja, da noch so rauszukommen, die Lücke zu sehen, Mut zur Lücke. Und dann holt mich der... ja, stimmt, das war die Situation. Da holt mich der Stalker. Ja, passiert, ist nicht so schlimm. Ah ja, das war... Ich konnte wieder nicht lenken. Ne, das ist ja im Moment der Bug. Ach, ärgerlich, dass ich da mich nicht umgedreht hatte. Ich habe ihn aber auch nicht gehört gehabt, glaube ich. Weil er hätte nicht mehr viel gebraucht, aber ist nicht so schlimm. Ja, wir sind gut dabei. Wir haben 2 Objekte down, noch 4 Leben. Jetzt hier die Jäger. Mein Stuff wieder aufnehmen und weiter geht's. Alles kein Problem. Kann passieren, ne? Wenn du so low bist, dann davon abhängig bist. So, und jetzt kommen die Titanen ins Spiel. Und die nächsten Jäger. Let's go. Ja? Dreed, warum hast du nicht so viele Titanen? Bei mir wären schon 8 Titanen und 20 Charter. Ja, Digga, ich habe einfach 1 Million Jäger in der Runde. Spiel das mal. So, und was ich jetzt mache, ist einfach kurz vor dem stehen bleiben, damit er diese Melee-Attacke macht. Und dann habt ihr gesehen, ganz genau getimed, diese 500 Kilo Demokratie rein in sein Bein. So, und da kommt auch schon der nächste Titan neben den 1 Million Jägern. Ja, und das muss man auch erstmal so spielen mit den ganzen Jägern. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Was ihr natürlich jetzt hier aufpassen müsst, was man hier auch sehr schön sieht. Ich höre jetzt, dass der Titan, was man sehr schön sieht, Entschuldigung. Ich sehe jetzt hier den Titan und versuche den natürlich jetzt erstmal wegzulocken von meinem Patriot. Und er muss hier um die Ecke, versucht den jetzt hier direkt rüber zu ziehen. Und hatte hier Glück, dass er nicht den Patriot wegnimmt. Ich hätte den Patriot einfach noch ein bisschen weiter werfen sollen, weil der darf auf gar keinen Fall in Gefahr gebracht werden und von einem Titan zertrampelt werden oder totgespittet werden oder zerstört werden. Ne? Jetzt wusste ich, dass ich da hinten den Nachschub habe, habe meine Spritzen verbraucht und mache mich jetzt erstmal hier wieder voll. Will aber kein Risiko eingehen, deswegen reichen mir erstmal 2. Ja, und das ist das Wichtige. Ne, schön immer seitlich vom Säurespit weg. Hier der Cockstein. Wenn man noch Proben brauchen würde. Das war knapp. Ich habe mich zu langsam seitlich bewegt nach dem Spit. Und das Stalker-Nest habe ich nicht mehr gesucht. Weil ich wusste, das letzte Ei oder die letzten Eier sind nicht in der Nähe des Stalker-Nestes. Deswegen habe ich das eine Stalker-Nest, wo jetzt die letzten beiden Stalker nochmal herkamen, nicht mehr gesucht. Ansonsten hätte man das natürlich suchen müssen, wenn ich jetzt gemerkt hätte, okay, hier bei den Eiern, da sind nochmal viele Stalker im Game. Ich musste warten, bis der Adler wieder ready ist. Jetzt kann ich ihn wieder setzen. Und durch meine Schüsse mit der Quasar-Kanone konnte ich dann natürlich auch den Titan sauber rausnehmen mit dem Adler. Auch wenn er nicht voll getroffen hätte, was er aber in dem Fall hat. Da war die Animation. Ne, ich hätte die erste Spritze sauberer durchdrücken müssen. Die Animation habe ich gehört, aber es dauert immer ein bisschen, bis dann der Tick durchkommt. Deshalb hier bei den vielen Jägern auf jeden Fall safe. Und dann bin ich dort gelandet, wo in der Nähe meines Exosuits. Und jetzt geht's los. Sehr, sehr viele Jäger hier an der Stelle. Hat man manchmal, ne? Du denkst so, du bist jetzt unter Stress da in der Situation.
Du hast den Sound der Spritze und sie drückt nicht durch. Du musst einfach immer auf deinen Lebensbalken gucken. Erst wenn die Spritze wirklich tickt, guck mal, wie viele Jäger hier sind. Ja, was das für eine krasse Runde ist. Ne? Also wirklich viele Jäger. Ne? Und Jäger sind mit die schlimmsten Gegner für einen Solo-Diver. Wahnsinn. Schöne Killstreak hier. Ja, und das ist das, was ich meinte und warum der Exo halt in dieses Bild gehört. Gerade für Solo-Player und so weiter. Denn, natürlich, ja, mit dem Exo nimmst du dann einfach das Ding raus. Der ging jetzt wieder so gerade. Ne, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Ich weiß nicht, ob das seit dem Patch so ist. Ich habe mich gerade gedreht, glaube ich, ein bisschen. Und deswegen ging der sehr gerade raus. Ich muss wirklich stillstehen und sauber zielen, damit ich solche Fehlschüsse nicht habe, wie jetzt hier gerade. Ja, jetzt baller ich einfach die Raketen raus, weil dann bin ich durch. Man könnte jetzt noch sparsamer damit umgehen, den mit zum Ende ziehen oder so, aber... Warum jetzt nicht? Jetzt wurde es aber noch mal ein bisschen stressig hier an der Stelle. Ne, da kam der Durchbruch direkt neben uns. Aber ja, wir waren ja schon gut voran und haben das dann abgeschlossen. So, und damit haben wir dann auch die Mission quasi schon mal geschafft. Zumindest das Objective. Und jetzt gehen wir hin und müssen nur noch hier rauskommen. Titan kriegt natürlich erstmal schön. Aber leider bin ich da seitlich gesprungen, weil da kam der Spit. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich auf jeden Fall draufgegangen und habe dann die Hitbox des Steins erwischt. Aber da war das in Ordnung. Schön. Schön ins Gesicht, mein Freund. Zwei Schüsse weg. Ah, setz dich, Klappstuhl. Schöner Klappstuhl, Titan. Schön reingeklappt. Für die gelenkte Demokratie, meine Freunde. Let's go! Und zack. Ah, das macht natürlich auch Spaß, ne? Das hier mache ich nur zum Spaß. Normal könntest du jetzt auch durchlaufen, ne? Aber da habe ich einfach Bock, ein bisschen rumzuballern. Ich meine, ich brauche ja nichts mehr. Ich zocke das Game ja nur aus Spaß. Nur um Sachen zu testen. Nur um mit meinen Jungs zu spielen, mit der Community. Das mache ich natürlich trotzdem. Ja, über Credits nehme ich natürlich auch gerne mit. So, und sobald ich das immer höre, geht sofort der seitliche Step. Und jetzt sieht man das nochmal sauber, den Trigger. Ich versuche da in der Mitte zu stehen, da macht er die Media-Attacke. Ne, haut so auf den Boden mit seinen Beinen, hackt so rum und dadurch kriege ich mein Timing immerhin mit der 500-Kilo-Bombe. Ne, das muss man nur mal üben. Und ihr habt es gesehen, alle 500-Kilo-Bomben, die ich hier gegen die Titan gesetzt habe, waren alle sauber. 100% Hitrate. Das machst du halt nur, wenn du es halt wirklich oft geübt hast, ne? Und deshalb immer diesen Move versuchen, den zu triggern. Und dann gehen die schön down mit der 500 Kilo Demokratiebombe. Und deshalb ist sie auch so stark. Nachschub muss gecallt werden, da kriegt er eine Demokratie-Schelle. Ja, schön mit der Sickle. Wollen Nachschub wieder voll aufpumpen. Und ihr wisst ja, wir haben sowieso vorne noch Nachschub am Evakuierungspunkt. Jetzt kriege ich hier unheimlichen Stress. Mit den Jägern, Titan drin, Hut drinne.
Und normalerweise, wenn du 3 Leben übrig hast und dann einen 2-Minuten-Exit, ne? Die erhöhte Exit-Time, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, wenn man das gerade gehört hat. Ich habe geatmet und da ist, meine Nase läuft gerade ein bisschen. Und wenn ihr da, was wollte ich sagen, genau, wenn ihr 3 Leben habt und da noch eine normale Anforderungszeit habt, also von 2 Minuten, die 4 Minuten Exits kommen ja nur vor, wenn du 100% Anforderungszeit hast, ne? Müsst ihr beim Effekt drauf achten des Planeten, wenn ihr 100% Anforderungszeit habt, dann dauert auch der Pelikan 100% länger. Das bedeutet, da habt ihr diese 4 Minuten Exits. Und hier haben wir jetzt die 2 Minuten Exits, weil wir haben keine 100% Anforderungszeit. Und wenn wir da 3 Leben übrig haben im Solo-Play, ist es überhaupt kein Problem, in 2 Minuten das durchzuspielen. Deshalb ist das relativ relaxed. Und normalerweise hätte ich ja gar nicht so lange oder hier nochmal kämpfen müssen. Ne, ich hätte weiterlaufen können, schon wo ich vorhin den Titan weggemacht habe, um hier noch schneller an den Exit zu kommen, um noch safer. Aber wie gesagt, das Gute ist, ich weiß, okay, wir haben jetzt da hinten Nachschub. Das hier zum Beispiel, ne, das muss ich gar nicht machen. Und jetzt kostet mich das auch ein Leben. Ich hab ihn nicht gehört, ne? Ist auch manchmal ein bisschen doof, weil wenn du den nicht siehst, also wenn du da nicht in der Third Person bist und der mäht dich um, ne, dann geht das so schnell, weil wenn dich ein Feuertornado trifft, musst du normalerweise direkt eine Spritze nachziehen. Aber ich war ziemlich relaxed hier in der Runde am Ende, ne, relaxed unterwegs, weil ich wusste, hier brennt eigentlich nichts mehr an. Oder ich kann für mich nichts mehr anbrennen. Bei 2 Leben bringe ich das eigentlich zu 99% durch. Da muss jetzt schon viel eskalieren, ne, bei einem 2-Minuten-Exit. Und deshalb habe ich mich persönlich sehr sicher gefühlt und fand es jetzt nicht so dramatisch. Jetzt ist auch der Nachschub hier nochmal ready. Und deshalb brauchen wir auch nicht den Nachschub bzw. den Munitionsbooster, ne, weil ich hier immer so viel Nachschub habe für mich selbst. Jetzt kommen wir den Pelikan. Nehmen nochmal unseren Stuff auf. Deswegen bin ich natürlich auch nicht zurückgelaufen. Ich wusste natürlich, der CD der Taktikausrüstung ist wieder bereit. Und ich kann dann schön hingehen und den Stuff wieder callen. Das ist kein Problem. Auch hier gleich, ich glaube, ich schieße auf den Titan. Hätte man nicht machen müssen, dann wäre ich niemals ins Spiel gekommen. Aber ich habe einfach Bock. Jetzt sind hier natürlich wie immer die ganzen Feuertornados im Exit. Machen wir den Weg zu. Nehmen aber auch viele kleine Gegner raus, was auch in Ordnung ist. Das war knapp. Habt ihr die Säure da gesehen? Das ist auch manchmal echt komisch. Ankunftszeit T-1 Minute. Demokratie im Anmarsch. Das war schlecht. Ne, ich wollte da hochklettern. Ich dachte, durch die kleine Lücke komme ich durch. Der Adler hat gezündet. Das war in Ordnung. Ja. Das war natürlich mies, weil ich nicht gerade bleiben wollte da hochklettern. Ich dachte, durch die Lücke da oben habe ich einen Punkt, aber ja, habe ich auch wieder was gelernt. Kann ich nicht machen. Nicht schlimm. Ist alles ein Learning fürs nächste Mal. Das merke ich mir. Daran sterbe ich nur einmal. Aus jedem Eldar Tod nimmst du immer so viel Learnings mit. Also bei solchen Toten auf jeden Fall. Beim Anmanschen kann man nichts machen, wenn dir da einer so eine Clusterbombe ins Gesicht drückt, ne, Splash? Auch geil, ich bin mal so, einer meiner Kollegen wurde so vom Charger unter Druck gesetzt, ich wollte ihm helfen, ne? Mach eigentlich meinen Charger-Play sauber, also Ziel, und der läuft genau in meinen Kazakenen-Schuss. Und ja, auch hier wieder die Bomben, beide sauber gesetzt, hier 500 Kilo. Ne, der ist auch wieder direkt reingeklappt, der Titan.
Ja, und damit haben wir es geklärt. Ja, Leute, wenn euch es gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Wir können gerne zusammen zocken abends im Stream, gar kein Problem. Ne, da gehe ich Neuner mit den Jungs und so weiter. Nehmt euch da gerne mit. Immer einfach fragen kurz. Oder wenn ihr zocken wollt, schreibt es gerne rein. Alles kein Problem. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Noch einen schönen Osterfeiertag. Wir hören uns bis zum nächsten Mal bei euer Dread. Ciao.